Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Bundeskanzler, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, Hohes Haus. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, aber auch werte SPÖ, ich muss Sie fragen, was die Menschen von dieser Politik noch halten sollen. Ich muss Sie deswegen fragen, weil Ihre Redebeiträge, vor allem die der SPÖ, heute dermaßen absurd waren, dass Sie schon eher an den Fasching erinnert haben. Da passt es auch, dass Sie Ihren Parteitag auch an den 11.11. gelegt haben, gleich zu Faschingsbeginn. Und übertroffen wurden Sie heute nur noch von einem Bundeskanzler, der mittlerweile schon so weit ist, die eigene Bevölkerung schon beim Biertrinken anschwindeln zu müssen. Und genau so schaut seine Politik generell in diesem Land aus. Traurig und unglaubwürdig. Aber werte Kollegen von der SPÖ, eins muss man Ihnen lassen, wenn es darum geht, die eigene Bevölkerung zum Narren zu halten, sind Sie anscheinend schon genauso schmerzbefreit wie diese Bundesregierung. Denn auf die Idee muss man einmal kommen, sich in der aktuellen Europastunde hinzustellen und europäische Maßnahmen gegen die Teuerung zu fordern und dabei die eigentlichen europäischen Ursachen vollkommen außer Acht zu lassen. Kein Wort habe ich von Ihnen darüber gehört, werte Kollegen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht glaubhaft gegen die Teuerung kämpfen, ohne ehrlich zu sein, ohne die Dinge beim Namen zu nennen und ohne wirklich an die Wurzeln dieser Inflation zu gehen. Fangen Sie zuerst einmal an, endlich einzugestehen, dass eine der wesentlichen Ursachen eine fanatische und vollkommen falsche Corona-Lockdown-Politik war, die nicht nur unsere Wirtschaftskraft zerstört hat, sondern auch Milliarden verschlungen. Sie waren da überall mit dabei, wir waren dagegen. Fangen Sie auch endlich an, diese vertragswidrige EZB-Schulden- und Geldpolitik zu kritisieren, die den Markt seit Jahren mit Geld überschwemmt, um chronische Pleitestaaten zu finanzieren und in Wahrheit uns alle, natürlich immer im Namen der Solidarität, immer tiefer in den Abgrund reißt. Wir waren seit Jahren dagegen und haben es kritisiert. Von Ihnen hört man bis heute nichts darüber. Da brauchen Sie nicht lange suchen nach europäischen Maßnahmen. Maßnahme Nummer eins, ich kann es Ihnen sagen, Beendigung dieser Geldpolitik, der Schuldenpolitik und des Zahlens und Haftens für andere Staaten. Maßnahme Nummer zwei, beenden Sie endlich diesen neutralitätswidrigen, unsere neutralitätswidrige Beteiligung an diesem Wirtschaftskrieg, der die Energiepreise erst so richtig explodieren hat lassen. Und Maßnahme Nummer drei, beenden Sie endlich diese irrationale Klimapolitik mitsamt einer Verteufelung von Öl und Gas. Das ist nichts anderes als eine politisch gewollte Verteuerung von Energie. Auch da waren Sie vorne mit dabei, werte SPÖ. Stichwort Green Deal. Erst vor ein paar Tagen hat Ihre EU-Abgeordnete Regner den Green Deal als wichtigstes Projekt bezeichnet. Wissen Sie, was der beinhaltet? Verbrenner aus, Gebäudesanierungspflicht, zwangsweise raus aus fossilen Brennstoffen ohne günstige Alternativen, Ausweitung des Emissionszertifikatenhandels. Das alles sind gewaltige Inflationstreiber. Der Preis für Zertifikate ist mittlerweile dreimal so hoch wie noch vor 3 Jahren. Glauben Sie wirklich, dass die Unternehmen das nicht an den Endkunden weitergeben? Dieser Zertifikatenhandel hätte schon längst zumindest ausgesetzt werden müssen, wenn nicht abgeschafft. Das wäre jetzt angebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Klimapolitik ist nichts anderes als ein gewaltiger Inflationstreiber und ein Programm zur Deindustrialisierung Europas und hat null, gar keine Auswirkung auf den weltweiten CO2-Ausstoß. Mir ist schon klar, dass den grünen Ökomarxisten diese Konsequenzen vollkommen egal sind, aber dass die ehemalige Wirtschaftspartei ÖVP mittlerweile so am Ende ist und da überall mitmacht, zeichnet schon ein erschütterndes Bild über ihren politischen Verfall der letzten Jahre. Die EU selbst ist der größte Preistreiber und überall haben sie alle in der Vergangenheit mit ihrer Zustimmung überhaupt erst den Weg dafür geebnet. Wir dagegen haben immer davor gewarnt. Wir nennen die Dinge beim Namen. Das ist für uns Politik und nicht diese Buckelei vor der EU, die der Rest in diesem Haus anscheinend zur Berufung erklärt hat in ihrer Politik. Das Traurige ist, dass Sie alle anscheinend noch immer nicht kapiert haben, dass man mit nationalen Sofortmaßnahmen keinerlei Nachhaltigkeit erzeugen kann, wenn man nicht gleichzeitig diese Ursachen bekämpft. Aber die schweigen Sie lieber tot. Ich verstehe schon, das wäre natürlich ein Schuldeingeständnis. Und sehen Sie, werte SPÖ, jetzt haben Sie den Salat Glaubwürdigkeit bei der Bekampf gegen die Teuerung. Gleich null, genauso wie bei dieser Bundesregierung. Aber das ist auch nicht der einzige Grund, warum Sie unglaubwürdig sind. Da reicht schon ein Blick dort, wo Sie regieren, dort, wo Sie in der Verantwortung sitzen. Stichwort Wien. Dort haben Sie wirklich alles erhöht, was es zu erhöhen gibt. Und wenn Sie nicht nach Wien schauen wollen, dann schauen Sie nach Dreiskirchen. Selbst da haben Sie die Wassergebühren erhöht. Und da wissen Sie, wer da Bürgermeister ist, ein gewisser Herr Babler. So viel zu Ihrer Sozialpolitik, so viel zu Ihrer Glaubwürdigkeit, werte Kollegen von den Roten.
Sehr geehrte Damen und Herren, Schwarz-Grün, aber auch SPÖ, Sie haben die letzten Jahre bewiesen, dass Sie weder willens noch in der Lage sind, Probleme in diesem Land zu lösen. Sie haben jegliches Vertrauen verspielt. Und wenn Sie uns nicht glauben, dann werfen Sie einfach einen Blick in die Umfragen und machen Sie endlich den Weg frei für Neuwahlen, bevor Sie dieses Land noch tiefer in den Abgrund reißen.